Und es geht los. Beisel versus Nines. Habt ihr da Bock drauf, Leute? Ist noch jemand aktiv? Ich hab dir ja gerade doch Cruel gesehen. Willst du das sehen, Cruel? Bist du gehypt? Hau mal raus. Ja, was passiert hier? Irgendwas ist komisch, anscheinend. Ja, jetzt geht's los. Okay. Oh, okay. Also, wie man sieht, das ist eigentlich schon dieses Matchup in a nutshell. Explosionen, Explosionen. Und dann kommt es drauf an, wer gerade am Schilden ist und wer gerade volle Kante abbekommt. Also, was anderes gibt es in diesem Matchup nicht. Also, ich kann mir vorstellen, dass Beißel vielleicht im Laufe des Matches irgendwie ein paar Spikes bekommt oder so. Und ich bin mal gespannt, wie früh Nines killt. Oh, und einfach ein F-Smash. Darauf muss man aufpassen bei Beißel. Der ist sehr trigger-happy, was seine F-Smash und generell seine Smashes angeht. Der hat da vollstes Vertrauen in die Range und die Multi-Hits. Oh. Oh, schön die C4 geschildert. Wie Nines schon gesagt hat, spielt Skeddy, der Bruder von Beißel, Snake, auch einen sehr guten. Ich glaube aber, die spielen gar nicht so allzu oft, aber trotzdem hat Beißel auf jeden Fall Erfahrung mit Snake. Nines jetzt hier gerade mit dem Ausgleich, aber schon 79% drauf bekommen. Er hat ihn selbst gespielt bei Brawl und auch wenn das ein ganz anderes Game ist, das bringt ganz viel. Also ich weiß, dass ganz viele Brawl-Heads sehr viel weniger Probleme mit Snake haben als Leute, die das Spiel neu abgepickt haben. Und viele Brawl-Heads haben Snake auch gespielt, auch wenn es keinen Darkus mehr gibt. Okay, also 138% hier jetzt schon auf Nines. Mal gucken, ob er da noch zurückkommen kann. Jetzt hat er ihn mal offstage. Das ist eine gute Möglichkeit für ihn. Er fliegt aber einfach rüber. Und zwar, weil er eine Versicherung namens Dose hat. Dosenversicherung. Wenn er irgendwie in die Nähe kommt, dann ist es relativ safe, da zu landen. Oh. Ach was. Full Rage, Nikita killed. Okay, und wir sind gerade wieder im Even Match wieder. So. Und schon wieder der F-Smash. Muss hier einmal kurz was schreiben. Gut, also, das erste Game ging also an Beißel. Ich hätte das ja gerne mit den Abstimmungen gemacht, aber irgendwie habe ich das da nicht gefunden. Aber ihr könnt ja mal sagen, wie ihr dazu steht. Was glaubt ihr, wer gewinnt dieses Losers Finals und wie sieht das Ganze dann aus beim. Wie sieht das Ganze dann aus im Grand Finals? Ich würde ja schon sagen, dass es das Rematch geben wird zwischen Beißel und SDN. Und ich glaube, dass es dann bei einem Set bleibt. Aber, who knows? Vielleicht wird es das Game 10. Es ist nicht selten im Grand Finals, dass es erstmal das 3-2 gibt und dann noch ein 3-2. Okay, also wir haben gesehen, erster Stock ging an Nines. Oh, gute Falle hier gerade.
Guter Damage. 66% hier schon auf Beißel drauf. Ja, er stellt gute Fallen. Auf jeden Fall. Mit den Nikitas, mit den Mörsern, den Granaten. Das macht er sehr gut. Jab killt noch nicht. Die Dose fliegt. Alles, was explosiv ist. Ah, okay. Du suchst wahrscheinlich nach diesen Abstimmungen, ne? Ja, ich weiß auch nicht, wo die sind. Aber Vorhersagen hießen die, wo man mit seinen Kanalpunkten was machen kann. Du musst deinen Kopfhörer aufsetzen, dann kann ich dich auch verstehen. Ah. Oh, Uptilt. Ach, das ist auch schon der letzte Stock von Vices, sehe ich jetzt erst. Und tschüss. Das war ein schnelles Game. Das waren nicht mal 2 Minuten. Und das ist 1-1. Es könnte sein, dass das hier alles auf jeden Fall auf die Stage-Picks ankommt. Also auf Smashville können wir uns schon mal merken. Stomp. Was haben wir jetzt? Was kriegen wir jetzt für eine Stage? Okay, Battlefield. Und Brawl-Musik, ne? Das ist die Boss Battle 2 oder so? Boss Battle 1. Gut. Explosion! Ah, okay. Wurden die Vorhersagen doch gefunden. Gerne, gerne. Ja, jetzt nochmal eine Vorhersage. Also, falls ihr nicht wisst, wie das funktioniert, ihr könnt Kanalpunkte investieren. Die kriegt ihr hier, wenn ihr ein bisschen zuseht. Ein paar habt ihr bestimmt jetzt schon. Und dann könnt ihr auf einen von den beiden Kontrahenten wetten und wer gewinnt, der kriegt Kanalpunkte. Je mehr ihr wettet, desto mehr bekommt ihr oder verliert ihr. Okay, Moment, es ist even, aber Edge heißt immer Schwierigkeiten. Oh, schöne Dose da gerade. Okay, jetzt hat er ihn in der Luft. Das ist immer... Oh, beide erwischt. Das ist halt immer eine schlechte Situation für Snake, wenn er in der Luft ist. Ich meine, er kann sich auch wehren, so mit der Back Air, Falling Back Air. Ist auf jeden Fall ziemlich gut. Aber das ist auf jeden Fall die... eine Lage, in der er am verwundbarsten ist. Okay, das sind auch schon 56%. Das geht immer schnell. Also in diesem, mit diesen beiden rackt der Damage sich ganz schnell ab. Oh, Down Air? Oh, Back Air. Okay. Und, also, Even ist kein einziges Match. Kann das sein? Es können nur Stomps sein bei den beiden. Und sehr aggressives Plays. Genauso mag ich das am liebsten. Oh, okay. Ich habe gar nicht gesehen, dass der Mörser da losgeflogen ist. Vorhersage ist da anscheinend. Kann ich da auch mitmachen? Ich will auch mitmachen. Nein. Keine Ahnung. Okay, also... Beißel gerade praktisch mit einem freshen zweiten Stock. Da muss Nines einiges leisten, um da zurückzukommen. Aber, wie gesagt, also es war immer sehr Momentum-based in diesem Match ab. Von daher kann das voll sein. Oh! Dass er einfach noch zurückkommt jetzt. Zum Beispiel so. Also so ein Early Kill. Wow. Oh. Aber das war's. Irgendwas ist explodiert. Gut, also 2-1 für Beißel jetzt. Kann ich da auch dran teilnehmen? Ich will da auch dran teilnehmen.
So, und wir sehen im Game Nummer 4, es geht wieder rasant los. Guckt euch das mal an. Und beide schon über 50%. Einfach so. Die kennen gar nichts, was das angeht. Es gibt keine Verteidigung, es gibt nur Angriff. Aber genau so macht Smash auch Spaß. Also auch beim Zusehen. So ein Light oder sowas, so ein Cola, macht schon sehr Spaß, dabei zuzusehen. Auch wenn ich defensives Play auch mag, hält einfach so draufgehaue. Das ist es. Er hat wahrscheinlich die C4 irgendwie verpasst oder so, ne? Weil das sah so aus, als ob das eine gute Lead für Roxas, hätte ich beinahe gesagt, Nines wäre, aber jetzt wieder even und jetzt sogar ein bisschen für Beißel. Der kann immer sehr viel machen aus Momentum. Also, wir haben eigentlich das ganze Set lang gesehen, die ganzen Setups. Oh, selbst auf Max Range F-Smash wird er getroffen von der Granate. Oh. Uff. Oh, dafür wird er nicht gepunished. Nair klärt auch schon fast. Max Rage Snake jetzt. Mal gucken, vielleicht kriegt er eine Up-Air oder eine Back-Air. Okay. Ist auf jeden Fall ein sehr spannendes Game. Beide mit zwei Stocks. Das Game ist bald vorbei. Ich könnte jetzt eigentlich schon SDN holen. Ich hole mal kurz SDN, ja? Und habe ich den richtigen Call gemacht? Oh, vielleicht. Vielleicht nicht. Vielleicht haben wir noch ein Game Zeit. Vielleicht haben wir noch ein Game Zeit. Aber jetzt gerade aus der Defensive, es ist sehr schwer, ne? Oh, jetzt ist er auch noch in der. Das ist halt eine miese Lage. Also wenn man im Schild in der Dose drin steht. Aber. Oh, jetzt versucht. Jetzt versucht mit der Fair. Das kann ganz schnell gehen. 41%. Noch kein Max Rage. Und Cruel kriegt hier ganz nices Entertainment. Ich hoffe, es geht dir jetzt besser. Bei so einem nicen Gameplay. Oh mein Gott. Oh. Noch eine. Und tschüss. 2-2. Damn. Okay. Damit habe ich nicht gerechnet. Aber am Anfang sah es schon so aus, als wäre das Roxas Game. Nines Game. Und er hat es sich tatsächlich noch geholt. Okay. Also, Game Nummer 5. Auf welcher Stage? Wieder Battlefield? Ja. Oh. Ich muss einmal ganz kurz mal reinlassen. So, und wir sehen auch schon wieder hohe Prozente, weil ich gerade mal so 20 Sekunden weg war. Also im Moment nimmt sich das nicht viel. Snake auf jeden Fall der Charakter, der schwerer ist und früher killt. Und ist gerade super even. Oh, aber der Up-Tilt. Der
große Equalizer. Hat schon fast gereicht. Jetzt verbarrikadieren sie sich schon ein bisschen mehr. Oh mein Gott, aber... Oh! 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 Oh mein Gott. Das ist spannend gerade. Backthrow? Killed, ja. Okay, 113%. Es muss noch nicht Killprozent sein hier für Roxas. Der kann immer noch guten Damage machen, aber mit einem schönen Setup. Er hat da doch schon wieder was vor. Oh, und einfach der Raw Up Smash. Okay, also hier wieder. In Game Nummer 5, komplett even auf dem zweiten Stock. Ich rück hier mal ein bisschen in die Mitte. Und hier wird wieder alles gesprengt. Vor allem der Rahmen. Es ist, wie spät? 18.24 Uhr. Oh, und hier explodiert gerade wieder alles. Großer Damage hier. Gerade eine ziemlich nice Lead für Beißel. Aber kann er sie halten? Oh, schon so viel Schaden. Also man merkt schon, dass das Game... Es ist nicht langsamer geworden, aber es ist defensiver geworden, auf jeden Fall. Oh, sprengt sich da selbst in die Luft. Kriegt noch eine Granate hinterher. Die Nikita ist auf jeden Fall sehr gefährlich für Duck Hunt. Oh, Dash Attack. Kommt er da noch ran? Air Dodge? Oh! Hat er richtig gedacht, aber... Okay, gute Air Dodge. Granate hier. Die Dose killt noch nicht. Oh, hier fliegt gerade alles runter. Alles, was explodiert. Oh, reicht auch noch nicht. 186% hier schon auf... Oh, und die Dose hat getroffen, aber ist nicht explodiert wegen der Armor von Snake, glaube ich. Und da hat irgendwas, eine Granate oder so, gereicht. Okay, jetzt ist die Zeit für Beißel, schön Damage zu machen. Und das macht er, nutzt diese Zeit. 49%, 62, jetzt geht's ganz schnell auf einmal. Er versucht hier den Kill zu kriegen, nein, das meine ich damit. Aber er macht es ihm nicht leicht. Mit diesen Frame 1 Optionen. Oh, er kommt nicht durch, er kommt einfach nicht durch. Er hat es mit dem F-Tilt probiert, sogar nach dem Parry nicht möglich. Da kommt die Nikita. Schafft das zurückzukommen mit der Nikita? Nein, die Nikita trifft nicht und... Aber der F-Tilt. Okay, 112%. Oh mein Gott. Wer kommt hier ins Grand Final? Wer auch immer es schafft, komplett verdient. Es ist hier gerade ganz knapp. Gleich noch Rahmen sprengen. Ja, ja, du weißt, wie das ist. Nachdem der Rahmen gesprengt wird, wird auch der Rahmen-Shop gesprengt. Anrahmen hier in Kiel. Sehr nice. Ein bisschen Tantan-Man. Aber erstmal ein bisschen... Oh! 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 Oh mein Gott! Alles explodiert. Und jetzt gerade kann Beise sich das erlauben zu traden. Und das ist ganz scary. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Jetzt aber so langsam könnte alles killen. Oh, oh, oh mein Gott. Oh, nicht in die Dose getroffen. Irgendwas muss noch treffen. Bei beiden. Oh mein Gott, er hat ihn geschildert. Und der Update. Oh mein Gott. What? Jetzt kriegen die anderen es auch mit. Habt ihr das gesehen? Alter. Na.